Guten Abend und ein herzliches Willkommen hier zu unserem nächsten Webinar bei JFD Brokers. Jetzt versagt genau schon während der Eröffnung meine Stimme. Das ist ja wirklich grauenhaft. Naja, tut mir leid, aber ich hoffe, den Rest der Stunde hält dann auch die Stimme durch. Ja, mein Name ist Stefan Friedrichowski und vielleicht sollte ich noch sagen, da es das erste Webinar in diesem Jahr ist, ich wünsche natürlich noch allen ein gutes 2019, auch wenn es mittlerweile schon 16 Tage alt ist. Damit haben wir auch schon das Datum 16. Januar 2019, 19 Uhr. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut gestartet. Ich kann für meinen Teil kann das auf jeden Fall sagen. Und freut mich natürlich, dass hier wieder so viele und so zahlreich dabei sind. Also nochmal ein herzliches Willkommen auch für die ganzen Grüße, die hier schon im Chat reinkommen. Kurze Vorbetrachtung. Folien sind schon zum Download bereit und wer einfach irgendwelche Fragen noch weiter hat, kann natürlich hier A, den Chat benutzen, B, ihr seht schon meine E-Mail-Adresse und C, benutzt gerne auch direkt das Du. Ihr merkt, ich rede hier im Webinar auch eher im Du-Umgangston, wenn ich euch und anrede. Genau, also Excel-Sheets gibt es nämlich nachher auch wieder, also vielleicht will der eine oder andere die auch gerne haben. Einfach eine E-Mail hier an s.friedrichowski@jfdbrokers.com. Wir haben einen vielleicht etwas anderen Titel heute. Ein Mathematiker schaut auf die Börse. Jetzt sollte ich vielleicht erstmal zwei Korrekturen machen. Allein schon im Titel. Da ja irgendwie ich selber hier eine Rolle spielen werde, und die meisten von euch wissen, ich bin ja gar kein Mathematiker, ich bin Physiker. Also das sei mal zur Entschuldigung schon mal vorneweg gesagt. Ich nehme zwar ein bisschen die Rolle des Mathematikers ein, aber ich bin natürlich keiner, sondern ein Physiker. Aber irgendwie klang es für mich schöner, den Titel Mathematiker zu nehmen und nicht Physiker. Außerdem, ich könnte ja auch in der dritten Person reden und einfach irgendjemanden meinen. Naja, und natürlich schauen wir nicht wirklich auf die Börse. So nach dem Motto, wir stellen uns zum Beispiel in Frankfurt oben ans Geländer und gucken, was unten passiert. Nein, natürlich gucken wir nicht auf die Börse an sich, sondern auf Preise und ein bisschen rund ums Traden. Aber ich gehe stark davon aus, das habt ihr euch sicherlich genau so auch gedacht. Und nicht, dass ich jetzt ein Standbild von mir, dann als Physiker und dem Handelssaal in Frankfurt beispielsweise, die nächsten 60 Minuten hier streame. Nein, also das machen wir natürlich nicht. Die Motivation dahinter ist natürlich ganz klar. Viele von euch sind schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren dabei, wenn ich meine Webinare mache. Ich habe halt einen anderen Blick und ich will immer wieder mal zwischendurch einwerfen, wie dieser Blick auch so ein bisschen entsteht und welche Facetten daraus entstehen. Natürlich ist jetzt nicht alles wieder super neu, was ich hier zeige, aber es gibt immer wieder neue Aspekte und darauf will ich gerne mal hinweisen und auch immer an ein oder anderen Stelle ein bisschen ausholen. So richtig reden wir heute nicht über eine Trading-Strategie an sich, auch wenn es mal zwischendurch so nachher den Anschein hat. Also von daher kommt jetzt heute kein neues Trading-Setup, was ihr dann fürs Traden verwenden könnt. Aber ja, woran ich appelliere, ist, verwendet ein bisschen auch die Erkenntnisse, die hier so vorkommen. Okay, aber wie immer, hupsa, das war der falsche Knopf. Wenn wir anfangen, einmal kurz der Blick auf den Risk-Disclaimer, also der Risikohinweis, dass wir hier über Traden reden und das final natürlich alles auf eigene Verantwortung geschieht, so wie man es A, glaube ich, erwarten kann und B, wie es auch sicherlich nur zu gut verständlich ist. Okay, das haben wir natürlich auch. Ein bisschen genauer. Was werden wir heute hier genauer bearbeiten? Zum einen will ich ein paar grundlegende Unterschiede bei diesem Perspektivwechsel einfach mal so auflisten in einem Chart, um so diesen unterschiedlichen Blick zwischen dem vielleicht normalen Trader und dem mehr aus der Mathematik kommenden Trader ja, schon mal ein bisschen einzuleiten. Danach wollen wir ein bisschen weitergehen und wollen uns eigentlich nochmal mit Charts beschäftigen.
Jetzt will ich natürlich nicht heute die Einführung in die technische Analyse oder in die Chartanalyse machen, nee, sondern ich will einfach mal die Herkunft des Charts ein bisschen weiter beleuchten und damit auch ein bisschen überleiten, was kann ich denn eigentlich wirklich aus dem Chart lernen? Und da einfach mal so ein paar Aspekte wirklich beleuchten. Wenn wir schon dann irgendwo am Chart sind, will ich mal auf eins der Lieblingsmittel, der Lieblingstools eines jeden Traders, übrigens auch ich, das heißt, auch wenn ich einen Chart habe, dann findet sich meistens auch ein EMA in meinem Chart. Also sobald ich jetzt hier kurz mal den schnellen Wechsel mache auf meinen Standardbeobachtungsschirm, dann findet man in jedem meiner einzelnen Charts immer auch einen EMA. Und irgendwo hat das ja seinen Grund. Und gleichzeitig seht ihr schon an dem Titel des Themas an der Stelle Sinn und Unsinn von EMAs. Also irgendwas scheine ich da im Sinn zu haben, wenn ich das schon so beleuchten will. Und da gibt's einfach schöne Konsequenzen. Und die wollen wir uns auch sogar in einem Excel-Sheet anschauen, was das nämlich genau heißt, wenn wir eigentlich so ein EMA in den Chart legen und welche Bedeutungskraft der EMA dann in unserem Chart auch entwickelt. Das wollen wir uns mal genauer angucken. Wenn wir damit anfangen und sogar halb aus dem, was wir machen, quasi eine Trading-Strategie machen, in dem Fall eine EMA-Strategie, stoßen wir auf etwas, was inhärent interessant ist. Wir werden kurz Equity-Kurven haben und werden auch sehr negative Equity-Kurven haben. Und dann stellt sich schnell immer die Frage, hey, ist nicht diese stark negative Equity-Kurve eigentlich eine gute? Kann man die nicht umdrehen? Na, und dann steht hier allerdings schon ein Satz, Traden ist asymmetrisch. Das klingt irgendwie wirklich wie aus der Sprache eines Mathematikers oder Physikers. Aber wird gleich nachher schon ganz offensichtlich, was das eigentlich wirklich bedeutet. Traden ist asymmetrisch. Der Satz gefällt mir immer wieder. Aber er hat wirklich weitreichende Konsequenzen. Da gehen wir nochmal ein bisschen aufs Traden im Allgemeinen ein. Weil der Irrglaube ist meistens, Traden ist das Geschäft der großen Zahlen, der großen Gewinne. Der nächste Trade in meinem 1.000-Euro-Konto wird mir 500 Euro einbringen. Wenn ich schon so anfange, merkt ihr sofort, da ist irgendwas faul. Traden ist natürlich genau das andere. Es ist das Geschäft der kleinen Zahlen. Und da müssen wir auch nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Oh je, jetzt hat wieder einmal jemand einen schwarzen Bildschirm. Das ist natürlich sehr unangenehm. Da jetzt das die einzige Meldung ist, kann ich nur mutmaßen, dass es dann auf der Seite als Ursache liegt. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das der gleiche Name, der schon mal einen schwarzen Bildschirm hatte. Es tut mir natürlich wirklich leid, aber von meiner Seite kann ich da schwer was ändern. Ich kriege auch gerade hier von anderen die Meldung nochmal rein. Nee, Bild und Ton, alles ist in Ordnung. Also, dann der Hinweis, ab morgen ist auch die Aufzeichnung wieder zur Verfügung. Auf dem YouTube-Channel von JFD, also genau das ist der super Suchbegriff, nämlich YouTube JFD, dann landet man automatisch an der richtigen Stelle und da ist so ab morgen 10 Uhr auch die Aufzeichnung von heute nochmal zu sehen und dann hoffentlich definitiv nicht mehr mit einem schwarzen Bildschirm. Gut, also letzter Passwort wird hier, Traden ist das Geschäft der kleinen Zahlen, auch immer wieder ein bemerkenswertes Statement, was, glaube ich, die meisten so nie hören wollen. Fangen wir aber mal an mit den grundsätzlichen Unterschieden, die so entstehen, wenn wir diesen Perspektivwechsel mal wagen. Ein Mathematiker schaut auf die Börse. Ich will tatsächlich vorneweg mal sagen, dass durchaus auch die meisten normalen Trader, nennen wir es mal kurz so, damit meine ich auch durchaus mich, den einen oder anderen von euch genauso wird sich wiedererkennen, er hat durchaus eine mathematische Brille. Also die wollen wir hier mal nicht beiseite legen. Die ist aber meistens halt weniger ausgeprägt. Also wer da auf Charts guckt, wer Trades berechnet, wer sich überlegt, hey, wie könnte meine nächste Trading-Strategie aussehen und warum soll ich überhaupt den nächsten Trade
in die Richtung eingehen, kommt an einem bisschen mathematischer Brille einfach nicht vorbei. Und die gestehe ich wirklich definitiv jedem von euch zu, aber sicherlich unterschiedlich ausgeprägt. Aus Sicht des Mathematikers ist die Börse eigentlich nur so eine Maschine, die Zeitreihen generiert. Also was kriege ich wirklich mit von der Börse? Also jetzt mal nicht wieder der Blick in den Handelssaal. Also alles, was ich eigentlich mitkriegen kann, ist den Preis. Das kriege ich unmittelbar mit. Ich kriege natürlich noch andere Informationen. Das kann der letzte Tweet von Donald Trump sein und, die alle nachher vielleicht in meine Trading-Entscheidungen eingehen. Aber unmittelbar, was sehe ich von der Börse? Dann ist es der Preis. Der Preis von irgendeinem Underlying. Wer noch andere Tools hat, sieht vielleicht auch noch, meinetwegen, das Handelsvolumen. Oder er kann sogar das Orderbuch sehen. Aber eigentlich, schließlich und endlich, läuft es auf eins hinaus. Die Börse ist eigentlich eine Maschine, die Zahlenreihen generiert. Das nennt man auch Time Series, also Zeitreihen. Ja, das ist jetzt Englisch oder Deutsch. Trotzdem gefällt mir eigentlich das englische Wort an der Stelle besser. Natürlich geht es also jetzt nicht um die Zeit an sich, sondern wir haben eine Aneinanderfolgung von Preisen versus Zeit. That's all. I mean, das ist eigentlich schon alles, was wir wirklich mitbekommen. Wenn ich mal diese anderen Sachen, die Kleinigkeiten, mehr oder weniger, wie zum Beispiel das Volumen der letzten Trades oder das Orderbuch an sich noch jetzt weglasse. Mehr ist es nicht. Und daran wollen wir auch gleich nochmal rangehen, weil wir wollen uns mal eine solche Zeitreihe wirklich anschauen. Aber das ist das, worauf wir schauen. Wir sehen auch immer die Historie, also wir können sie sehen, wir können nicht nur einfach jetzt gerade sehen, okay, Euro US-Dollar steht bei 1,17983, wo auch immer er gerade wirklich steht. Sicherlich interessiert uns auch immer die Historie, also das, was schon gewesen ist. Und was wir eigentlich jetzt wollen, ist, naja, die Vorhersage zu machen, in welche Richtung geht die Reise und ob ich denn und wie ich denn vielleicht überhaupt einen Trade absetze. Aber alles basiert auf diesen Zeitreihen. Das ist das zentrale Ausgangspunkt. Dass wir jetzt nachher als Trader da oft in Charts drauf gucken, das ist genau das, was wir auch gleich noch mit beleuchten. Was jetzt allerdings der Mathematiker absolut nutzt, ist immer die Statistik. Also die Statistik in dem Sinne, dass natürlich gehe ich einen Trade nur ein, wenn ich einen nachgewiesenen Gewinnvorteil sehe. Warum zum Henker soll ich jetzt einfach sagen, Euro, US-Dollar long, Stop-Loss hier, Take-Profit da, ohne dass ich irgendwie eine Ableitung habe, warum dieser Trade einen Gewinnvorteil verspricht. Wenn das nicht ist, dann Finger weg. Warum soll ich den Trade machen? Wie die Trade-Entscheidung genau ausfällt, will ich jetzt gar nicht irgendwie sozusagen vorschreiben. Also vorschreiben schon gar nicht. Aber es muss irgendetwas geben, woraus basiert, dass jetzt die Situation ist für diesen Long-Trade Euro-US-Dollar. Da mag es ganz andere Quellen auch für geben. Vielleicht sind es auch fundamentale. Aber wichtig ist für den Mathematiker, es muss irgendwie mal einen nachgewiesenen Gewinnvorteil dafür geben. Das kann die Zinskurve sein, das kann ganz andere Fundamentaldaten von Bilanzen von ganzen Staaten sein. Was auch immer. Ich will gar nicht nur immer auf diese Zeitreihen der Trades, aber es muss diesen nachgewiesenen Gewinnvorteil geben. Wenn ich den nicht habe, also dann wird ein Mathematiker ist so stur, der geht dann kein Trade ein. Und deswegen ist das natürlich auch hier in diesen Webinaren immer so viel ein Thema, diese Gewinnvorteile, den wir uns erarbeiten müssen. Und nur wenn ich den sehe, dann bin ich auch bereit, meinen Trade einzugehen. Das ist immer noch keine Garantie, wie immer, das wissen wir alle. Absolut keine Garantie, dass jetzt der nächste Trade ein Gewinner wird. Aber wenigstens sollten wir einen Wahrscheinlichkeitsvorteil haben. Denn einzelnen Trade haben wir sowieso null Ahnung, was denn dann passiert. Auch wenn wir mal auf sowas gucken, wie jetzt gestern Abend in England. Gut, dass das Abstimmungsergebnis so ausfällt, wie es ungefähr ausgefallen ist, vielleicht nicht in der Ausprägung, naja, war grundsätzlich sicherlich zu erwarten. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber wie dann der Kurs darauf reagiert, das haben wir dann gestern gesehen. Ehrlich gesagt, meiner Erwartung entsprach es nicht. Aber
Ich habe auch kein Trade deswegen. Egal. Und von gar nicht hatte ich irgendwelche nachgewiesenen Gewinnvorteile. Das heißt, der Mathematiker macht eigentlich nichts anderes, als ständig die Suche und den Nachweis zu erbringen von Gewinnvorteilen. Das ist sein Brot an der Börse. Das ist das, womit er sich beschäftigt. Und wie ihr auch sicherlich wisst, womit ich mich dann beschäftige. Die Trades an sich sind relativ, ganz ehrlich, eher langweilig. Die ergeben sich ohnehin von selbst. Und egal, ob das dann ein Regelwerk ist, was dann ein Expert Advisor abarbeitet oder man selbst, weil man halt etwas ganz Bestimmtes als Regelwerk hat. Und immer wenn das eintritt, macht man halt den Trade. Das ist sozusagen dann immer das Emotionslose daran. Aber das heißt, das Traden an sich und dann schauen, wie jetzt die nächsten Kerzen rauf und runter gehen, ist zwar manchmal spannend, gebe ich gerne auch zu und ihr hört mich gewissermaßen schmunzeln. Also auch ich habe gestern Abend verfolgt, also gleichzeitig habe ich Handball geschaut, dann kam die Meldung, hey, die Abstimmung war, dann bin ich zum Computer gegangen und habe mal geguckt, was denn so die Börse macht. Natürlich finde ich das auch spannend, gar keine Frage. Aber an sich hat das natürlich auf mich gar keinen, also auf mein Traden gar keinen Einfluss gehabt. Ich hatte Trades offen, ja, hatte ich. Und die hatten irgendwelche Stop-Losses, irgendwelche Take-Profits. Was gemacht habe ich dann in den Minuten sowieso nicht. Aber mal gucken wollte ich dann natürlich schon. Und habe deswegen so glatt einmal Handball unterbrochen. Gut, also was spielt auf jeden Fall keine Rolle? Bauchgefühl oder irgendein Glaube, dahin muss die Reise gehen. Das sind sicherlich nicht die Aspekte des Mathematikers. Definitiv no way. Ich will absolut nicht absprechen, dass es nicht Menschen geben mag, die richtig gut genau darin sind, in dieser Einschätzung. Der DAX geht heute nach oben. Also heute ist nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht sagt das jemand am Morgen. Und er hat das im Gespür, dass heute der Tag ist, wo der DAX mal meinetwegen 100 Punkte nach oben geht. Das mag es alles geben. Ganz ehrlich, und ich kenne tatsächlich keinen, aber auch wenn ich viele Trader kenne. Aber trotzdem, absolut will ich nicht absprechen, dass es nicht genau diese Leute gibt, die genau dazu in der Lage sind und damit auch wirklich schöne Trades und Reihen von Trades erzeugen. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, was ist die Börse eigentlich? Also jetzt sozusagen das, was wir von der Börse mitkriegen. Und gucken wir zunächst mal hier rechts oben. Ja, das ist es. Also ich habe nachher hier nochmal ein Sheet, deswegen habe ich das hier einfach nur rauskopiert als Bild. Nämlich ich habe mir mal von einem einzigen Tag vom Euro-US-Dollar, nämlich dem 14.01. Die Time-and-Sales-Liste bei Dukas Copy runtergeladen. Also sprich die sogenannten Tickdaten. Also ich verwende das ein bisschen hin und her synonymhaft, nämlich Time-and-Sales-Liste oder auch Tickdaten. Will ich gar nicht jetzt die feinsten Unterschiede rausarbeiten. Also was sehen wir hier? 0 Uhr und also sozusagen in der Sekunde noch 0,15 hatten wir den Ask und den Bid und dann 0,1 Sekunden später und so weiter. Ihr seht schon. So, das ist eigentlich... Das ist die Börse. Genau das. Also dieses langweilige Aneinanderreihen von neuen Preisen. Dazwischen mag ich eine Entscheidung treffen. Vielleicht hier bei 0,30 treffe ich eine Entscheidung und sage irgendwie kaufen, verkaufen, irgendwas. Und es könnte dann sein, dass der nächste Tick, der jetzt hier steht, genau die Abbildung meines sozusagen meines Verkaufs oder Kaufs, also meines Trades, dann vielleicht ist. Und so entsteht eigentlich eins ans andere. Das jetzt hier irgendwo natürlich reinspielt, Angebot, Nachfrage und, ja, spielt alles eine Rolle, will ich auch überhaupt nicht beiseite legen, aber alles, was dann überbleibt, ist der Preis zu einer, und jetzt kann ich ja schon fast sagen, zu einer bestimmten Millisekunde und nicht mehr. Das hier, also den rechten Teil, gucken wir uns eigentlich gar nicht an. Also ich auf jeden Fall überhaupt nicht. Es ist müßig, sich das ja hier zum Beispiel live anzugucken. Jeden Tick da als hier auf meinem Bildschirm zappeln zu sehen. Nein, was machen wir natürlich? Wir gucken hier mal auf den Chart. Jetzt ist das natürlich eigentlich dasselbe. Also sprich,
das, was ich hier links im Chart habe, ich habe jetzt aus Versehen leider den Euro, Neuseeland-Dollar hier geplottet, also er entspricht jetzt nicht dem, was hier rechts daneben in der Time, in den Tickdaten ist, aber kommt eh nicht voran. Was wir uns dann angucken, ist genau dieser Chart. Okay, aber was ist denn da jetzt anderes dran? Naja, jetzt gehen wir das mal kurz analytisch durch. Also ein Chart, ein Candlestick-Chart, hat eigentlich nur eine einzige Funktion. Und das ist die Visualisierung genau dieser Tickdaten. Weil wir uns die A nicht wirklich angucken können und dann bekloppt werden würden und unser Auge ohnehin viel besser auf sozusagen grafischen Input reagiert als auf diese Aneinanderreihung von Zahlen. Deswegen hat man, wer auch immer genau, diese Charts erfunden und insbesondere zum Beispiel diese Candlestick-Charts, die es auch in anderen Varianten gibt. Aber weil was ist denn das jetzt hier eigentlich? Eigentlich so eine Kerze, fast aus dieser Liste, eigentlich ja nur eine gewisse Periodenlänge zusammen in vier Zahlen. Also der Chart ist ein M15-Chart, das heißt innerhalb von den ersten 15 Minuten, beispielsweise an diesem Tag, da guckt man auf den ersten Wert, das wird dann der Open, den letzten innerhalb der 15 Minuten, das ist dann der Close und dann sucht man noch, was war das High und was war das Low. Irgendwie fast langweilig. Aber gut, das heißt eigentlich ist das nichts anderes als die Komprimierung von Daten. Das klingt jetzt irgendwie mehr so wie ich zippe mal eben eine Datei. Ja, sowas Ähnliches ist es tatsächlich. Wir fassen einfach unsere Kursdaten, diese Tickdaten, in Portionen zusammen, die wir leichter handeln können. Das ist der Chart. Und viel mehr will ich denn gar nicht erstmal an Interpretation zugestehen. Weil alles, was wir tun, ist das Komprimieren einer Periodenlänge, wie jetzt M15 oder H1, eine Stunde, als Zusammenfassung in vier Zahlen. Und ich habe hier schon mal ganz bewusst hingeschrieben, verlustbehaftete Komprimierung, also so ähnlich, wie man es bei den Bildern kennt, dass diese JPEG-Bilder zwar dann schön klein werden, aber durchaus ein paar Artefakte dann aufweisen. Ja, so ist es hier auch, weil wir vom Open und vom Close, da können wir ungefähr auch noch die Zeit angeben, weil die Tickdaten dicht genug sind. Vom High und vom Low können wir nur den Preis angeben. Die Zeit wissen wir schon gar nicht. Wir wissen noch nicht mal, welcher von beiden Ereignissen zuerst da war. Und alles andere innerhalb der Kerze wissen wir schon mal überhaupt nicht. Was das auch bedeutet ist, wenn man mal an so eine klassische Candlestick-Formation denken, wie eine sogenannte Doji-Kerze. Hier ist jetzt gerade im Chart keine besonders ausgeprägte zu sehen und wenn, dann wird es hier wirklich klein. Naja, also am besten vielleicht noch fast die. Also Doji-Kerze ist ja so eine, wo der Open ungefähr dem Close entspricht und es dann, naja, noch möglichst ein hohes Hoch und ein tiefes Tief gibt. Das heißt, das wird nur noch so ein kleines Kreuzchen, also dann einen langen Lunte, einen langen Docht zum Beispiel. Da wird oft viel reininterpretiert. Gehen wir nochmal zurück, was ich jetzt gerade hier gesagt habe. Alles, was wir wissen, ist, okay, der Open ist ungefähr der gleiche dem Close. Es gab irgendwo ein High und irgendwo ein Low. Wie der Verlauf jetzt innerhalb dieser Kerze war, wissen wir nicht. Alles, was wir wissen, ist, dass ungefähr Open gleich dem Close ist. Okay, jetzt würde man in der Charttechnik eher sagen, oh, es könnte eine Unsicherheit und sonst was darstellen. Nee, da bin ich jetzt mal und widerspreche einfach und sage, nö. Alles, was ich weiß, ist, dass wenn es eine H1-Kerze war, ist, dass der Open gleich dem Close war. Ja, das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Und wie soll ich da jetzt auch mehr reininterpretieren? Ist das dann Unsicherheit, wenn nach einer bestimmten Zeitperiode der Kurs wieder an der gleichen Stelle ist? Ich brauche nur auf eine andere Skala gehen, auf H4 oder M15 und sehe was völlig anderes. Also wird dann gerne überinterpretiert. Heißt jetzt nicht, dass das irgendwie pauschal schlecht ist. Darauf will ich nicht hinaus. Aber das ist auf jeden Fall das, was eigentlich das ausmacht. Ganz kurz will ich mal einfach noch eine kleine Nettigkeit hier zeigen. Die Datei ist nur leider relativ groß schon. Also, hier sind die Tickdaten jetzt tatsächlich
von einem Tag runtergeladen. Kann man übrigens bei Dukas Copy machen, auch für jeweils andere Tage, immer allerdings nur einen Tag. Die Datei ist bereits 7,8 Megabyte groß und dieser eine Tag enthält schlappe 130.000 Zeilen. Das heißt, wir haben 130.000 Preise innerhalb eines Tages. Also der Tag hat 86.400 Sekunden. Ich runde mal eben auf. Also im Schnitt also 2 Ticks pro Sekunde. Puh, ja. Zusätzlich gibt es hier noch ein Volumen, was allerdings nicht dem wirklichen Trading-Volumen entsprechen kann. Wenn man sich die Zahlen genauer anguckt, sieht man, dass die nach unten hin bei 0,1 anfangen. Also ich habe keine Ahnung, was die wirklich da darstellen. Ich habe schon vorher überlegt, ob ich die hier sogar rauslösche, weil ich ohnehin dieses Volumen hier nicht interpretieren kann. Also einem seriösen Handelsvolumen kann das nicht entsprechen. Gut, ansonsten ist das genau die Liste. Dann habe ich hier noch, weil das war in den Daten nicht drin, den Spread habe ich sozusagen berechnet. Und hier in diesem einen Chartbild auch mal kurz dargestellt, ist jetzt ein bisschen klein, aber mir ging es nur einmal darum zu sagen, hey, wenn man sich so einen Tag anguckt, sieht man genau am Ende des Tages die Spread-Aufweitung, halt als die Differenz zwischen Ask und Bid. Die kann man hier sofort sehen. Naja, und irgendwann scheinen hier noch vielleicht mal irgendwelche kleinen News oder sowas gewesen zu sein. Deswegen gibt es ja auch ein paar Punkte nach oben. Dass das hier so ein bisschen digitalisiert aussieht, hat natürlich einen Grund, weil das ist die fünfte Nachkommastelle und dazwischen gibt es dann nichts mehr. Okay, kennen wir auch prinzipiell. Was anderes ist nochmal kurz interessant, wenn man einfach mal die Zeit in Funktion der Ticknummer setzt, dann kommt hier dieses Bild raus. Und ihr seht, dass jetzt hier dadurch die Y-Achse eine Uhrzeit wird. Und das sieht irgendwie so aus wie in drei Bereiche unterteilt. Ja, stimmt auch. Also wie kann man dieses Bild auf die Schnelle interpretieren? Das ist sowas wie die Tick-Frequenz. Also bis 7 Uhr morgens GMT-Zeit, also 8 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit, sind sozusagen mäßig viele Ticks. Deswegen ist die Steigung hier relativ hoch. Dann kommen wohl viele Marktteilnehmer. Das Ganze geht hier bis so 16, 17 Uhr und dann schleicht es sich sogar schon wieder langsam aus und wir kriegen nicht mehr so viele Ticks pro Zeiteinheit und deswegen geht hier auch die Steigung dann wieder hoch. Mehr will ich da jetzt gar nicht rausinterpretieren. Gut. Ich habe hier einen interessanten Kommentar. Ich sage mal, wer als Trader keine Chartformationen kennt, sollte besser Bäcker werden. Auch ein interessantes Statement. Ja, aber wir müssen genau die Formationen interpretieren können und wissen, was wir denn daraus wirklich seriös auch ableiten können. Und das ist natürlich immer mein Appell. Keine Analyse ohne, also keine Aussage dazu, wie zum Beispiel eine Doji-Kerze ist wirklich eine Unsicherheitskerze, ohne dann vielleicht auch eine mathematische Analyse dazu. Zusammenfassend nochmal, was die Charts angeht. Okay, also eigentlich ist wird dein Chart gerne ein bisschen immer überbewertet und wir sollten immer im Hinterkopf behalten, was da eigentlich hintersteht, ist im Wesentlichen nur die Visualisierung der Tickdaten und die will ich jetzt nicht als Grundlage für meine nächsten Trades nehmen. Aber mehr ist es nicht. Also es ist quasi nur eine Datenkompression. Und das einfach mal immer im Hinterkopf halten. Wenn wir schon so fast an den Charts dran sind, dann sollte man natürlich mal hinterfragen, was ist denn eigentlich da mit den EMAs? Beispielsweise, weil es ist einfach das beliebteste Hilfsmittel, was man bei vielen Tradern findet. Also ich habe vorhin schon gesagt, auch bei mir ist hier überall immer ein EMA drin und wenn man das mal eben hier ein bisschen größer macht, dann, ich weiß gar nicht mehr, welche EMA-Periode hier, ich glaube eine 40er ist hier gerade drin. Naja, dann seht ihr, dass ich da auch immer ein EMA drin habe. Und jetzt kann man natürlich auch mal ad hoc fragen, bevor ich da genauer drauf eingehe, warum mache ich denn das eigentlich? Für mich ist der EMA einfach nur so eine nette visuelle Hilfslinie, also im Chart. Natürlich kann ich auch diesen Candles hier ansehen, dass es hier steil nach Norden geht. Also klar, hier reiht sich eine grüne Kerze an die andere. Das ist übrigens wieder Euro Neuseeland-Dollar. Aber der EMA gibt mir immer so ein bisschen
die übergeordnetere Richtung. Und auch wenn ich hier die Zeitskala mal ändere auf jetzt mehr auf Tagesbasis, ja, ich mag es. Beschreiben wir es erstmal so. Das war jetzt aber nur wirklich kein Mathematiker. Das müssen wir also ändern. Okay, die Bedeutung, ich habe gerade bewusst vermieden, irgendetwas in dem Chart gerade über die Bedeutung des EMAs zu sagen. Und schreibe hier erstmal gleich schon, er wird häufig überbewertet. Und zwar gänzlich. Weil was ist eigentlich ein EMA? Beim SMA ist es noch ein Ticken offensichtlicher, was er eigentlich ist, in seiner Art, wie man ihn berechnet. Ein SMA 200 ist der Mittelwert der letzten 200, zum Beispiel dann Close-Werte einer bestimmten Candle-Sorte, die man hat. Also habe ich einen D1-Chart und benutze einen SMA 200, dann ist es der Mittelwert der letzten 200 Close-Werte. Das alles. Ein EMA ist zwar ein bisschen was anderes, also ein bisschen, aber eigentlich nur, weil er die Historie unterschiedlich gewichtet, also mal in vereinfachten Worten gesagt, oder nicht ganz korrekt, mathematisch nicht ganz korrekt, die jüngere Vergangenheit wird immer stärker bewertet als die ältere Vergangenheit und das in einer ganz bestimmten Art und Weise der Gewichtung. Dann ist so entsteht der EMA. Das rettet aber auch nicht die Bedeutung, nur weil ich jetzt die jüngere Kurshistorie ein bisschen mehr für die Berechnung sozusagen mit in die Waagschale werfe. Nee, gucken wir hier auch nochmal wieder anders drauf. Ein EMA ist eigentlich nur eins. Er ist eine Methode der Kursglättung. Weil was passiert, wenn ich einfach mal den Mittelwert von irgendwie den letzten 200 Close-Werten bilde, egal ob SMA oder EMA, das ist eine Glättung. Und nichts anderes. Wenn wir mal hier nicht den Mathematiker, nicht den Physiker, sondern den Elektrotechniker nehmen, der würde einfach sagen, das ist ein Tiefpass. Der nimmt das Rauschen raus. Also die hohen Frequenzen. Ja, das ist der EMA. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal auf den Chart drauf gucke, was er mir macht, ist, er gibt mir so eine Art geglättete Darstellung meiner Historie. Das ist natürlich schön und deswegen ist er ja auch hier drin in meinem Chart. Aber jetzt zum Beispiel zu sagen, hey, der Preis ist oberhalb vom EMA, es ist Zeit, long zu gehen. Das sieht natürlich jetzt hier in dem Chart gerade verlockend aus, den ich hier offen habe. Hier oberhalb vom EMA jetzt long zu gehen, sieht erstmal ad hoc profitabel aus. Ist es ja auch hier für diesen Abschnitt. Und kurze Zeit später genau das Gegenteil. Sieht auch gut aus. Heißt das also, der EMA ist unmittelbar schon auch ein Wahrscheinlichkeitsvorteil? So wie es mir hier der Chart fast so ein bisschen suggeriert. Wir können schon mal, das ist jetzt alles keine Statistik, was ich hier mache, nämlich hier Statistik 1, 2, jetzt gleich kommt noch 3, 4, 5 dazu. Hier vorne im vorderen Teil sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da würde mir das mit dem oberhalb Long, unterhalb Short sicherlich nicht gut gehen. Aber was heißt das? Heißt das, da ist überhaupt nichts dran mit an dem EMA und oberhalb vielleicht eher Long, also und unterhalb eher Short? Ich behaupte, da ist wirklich nichts dran. Wenn aber wirklich nichts dran ist, ist das auch wieder eine ziemlich gewagte Behauptung, die ich hier mache. Dann machen wir mal eine Analyse. Das ist jetzt kein Beweis, dass ich sage, der EMA hat keine Predictive Power. Also er liefert mir keinen Wahrscheinlichkeitsvorteil. So hart ist natürlich jetzt meine Beweisführung auch nicht. Aber ich will es euch einfach mal eben demonstrieren. Was war da auf die Schnelle rauskriegen. Was habe ich hier gemacht? Ich habe hier ein Excel-Sheet. Ich zoome mal kurzfristig rein und dann gleich wieder raus, nur dass man kurz ein bisschen sieht, was ich hier eigentlich gemacht habe. Okay, wir sehen hier vorne die Kursdaten. Open, High, Low, Close, Tagesdaten, Euro, US-Dollar. Dann berechne ich hier gleich ein EMA mit der entsprechenden Formel, wie man das halt tut. Dann berechne ich einfach auch den Unterschied vom gegenwärtigen Close zum Close des Vortages. Absolut und relativ, also in Prozent. Und dann gucke ich auch noch sozusagen, wie der EMA
relativ, also mein Close relativ zum EMA liegt. Also bin ich hier drüber, also jetzt im Moment, dieser Close-Wert ist oberhalb des EMAs, deswegen steht hier eine 1. Hier, dieser Close-Wert ist oberhalb des EMAs, deswegen steht hier auch eine 1. Okay, für andere Zwecke, die wir nachher noch brauchen, will ich noch auch mir merken, wann immer so ein Wechsel erfolgt, also wann ich von oberhalb auf unterhalb wechsle und wann ich von unterhalb auf oberhalb wechsle. Soweit, so gut. Wenn ich jetzt einfach das mal in einen Trade ohne Spread und ohne Commission übersetze, der einfach mit 0,01 Lot gemacht wird, dann steht hier das Ergebnis. Und das summiere ich jetzt auf. Okay. Das heißt, gucken wir mal, was ich hier an zwei Charts habe. Im oberen Teil ist der Euro-US-Dollar gegen die Zeit, also die letzten 17 Jahre, dargestellt mit Rot seinem EMA. Und hier unten ist die Equity-Kurve. Und da ich die Trades, also da ich sozusagen jeden Tag einzeln berechne, aber erstmal keine Commission und nichts mache, darf ich auch die einzelnen Trades genau so aneinander reihen. Das ist jetzt absolut zulässig. Also ergibt das hier unten eine Equity-Kurve. Und wo gemerkt, das ist noch nicht mal mit Kommissionen und irgendwas gerechnet. Weil de facto würde man ja anders vorgehen. Man würde ja den Trade dann länger halten. Dann hätte man zwar auch noch Swap-Kosten, aber das wäre jetzt zu viel des Guten. Okay, das ist also die Equity-Kurve entsprechend dieser EMA-Strategie. Prima. Also gut, mit EMA-Periode 256 kann man also keinen Blumentopf hier gewinnen. Wir haben zwar eine Equity-Kurve, die immerhin nach Norden geht, in Summe, also über 20 Jahre, aber nicht gerade besonders viel. Okay, vielleicht liegt es an der EMA-Periode. Können wir schnell durchgehen. Ich mache das mal einfach kurz hier in Zweierpotenzen. Also von 256 bin ich jetzt gewechselt auf 128. Dummerweise dauert immer die Rechnung ein bisschen und dann kriegen wir hier die neue Equity-Kurve. Tja, auch nichts viel Besseres. Ich gehe mal gleich ein bisschen schneller, jetzt gehe ich schon gleich auf Periode 16 und ich kürze es auch ab. Es kommt nichts raus. Also wir können eine EMA-Periode hier rauf und runter nehmen, wie wir wollen. Wir kriegen keine schöne Equity-Kurve hin. Das heißt, wir haben keinen Wahrscheinlichkeitsvorteil durch den EMA. Es ist überhaupt nicht so, dass nur weil wir oberhalb des EMAs liegen, wir bevorzugt dann beispielsweise weiter nach Norden laufen. Nö, überhaupt nicht. Und auch kleinere EMA-Perioden hier helfen mir jetzt gleich auch nicht weiter. Außer dass die Anzahl meiner Switches, also wo ich den EMA kreuze, jetzt immer weiter hochgeht. Nochmal, ich habe keine Commission, die Trades sind ohne irgendwelche Kosten und naja, und trotzdem wird hier aus meiner Equity-Kurve irgendwie nicht sowas wirklich gelungen ist. Machen wir nochmal einen kleiner, vielleicht bringt das noch irgendwas, aber garantiert auch nicht. Das heißt, auch wenn das jetzt nur Euro-US-Dollar war, auch wenn das jetzt nur Tageschart war, Wahrscheinlichkeitsvorteil, nee, sieht irgendwie anders aus. Haben wir also irgendwie nichts gekonnt. Und trotzdem ist der EMA was Schönes. Ich will das nicht. Er glättet. Er gibt mir, ihr wisst von anderen Strategien, da haben wir den EMA auch schon mal benutzt als sowas wie den fairen Preis. Ob das dann wirklich fair ist, das sei dahingestellt. Aber wir brauchten einen Anhaltspunkt für so den eigentlichen, so eine Art mittleren. Da, wo wir vielleicht von ausgerissen sind. Genau das. Das haben wir durchaus schon mal benutzt. Aber ein Wahrscheinlichkeitsvorteil, Und auch die vielen anderen Sachen, die kann ich jetzt allerdings nicht auf die Kürze hier irgendwie mal eben auch jetzt statistisch untermauern. Andere Aussagen wie, wir berühren wieder einen bestimmten EMA, jetzt bei mir ist es hier gerade der 40er, wir berühren den 200er EMA, das sieht doch super gut aus. Ja, dann sind es meistens, findet man 8 gute Berührungspunkte für einen besonderen, also für einen bestimmten EMA in einer Zeit von meinetwegen 10 Jahren. Puh, ja, Statistik 8. Yep.
das ist ein bisschen knapp. Also von daher mit Vorsicht zu genießen. Wenn wir aber schon so weit sind, sollten wir uns noch was anderes mal kurz überlegen. Weil da sind wir nämlich jetzt sofort. Nämlich bei der Aussage, Traden ist asymmetrisch. Ich habe es aber extra hier hingeschrieben. Lustiges Statement, aber leider wahr. Was meine ich eigentlich? Traden ist asymmetrisch. Hier steht erstmal der Grund, warum Traden asymmetrisch ist. Nämlich, es liegt genau an den Spreads und an der Commission. Was dann nämlich bedeutet, dass der Verlust eines bestimmten Long-Trades nicht der Gewinn des gleichen, in Anführungsstrichen, Short-Trades ist. Das ist, wird gerne manchmal angenommen, dass man Trades einfach spiegeln kann und vielleicht aus einer unprofitablen Strategie so eine profitable Strategie macht. Das ist immer ein Irrtum. Das heißt, ich habe es hier nochmal ganz bewusst hingeschrieben, weil es gibt sogar Trading-Plattformen, die das sogenannte Reverse Mirror Trading als Form zulassen. Das heißt, so ähnlich wie bei JFD Invest folgt man einer bestimmten Trading-Strategie. Auf so größeren Plattformen gibt es das, und da guckt man, oh, da ist eine super Loser-Strategie. Und dann sagt man, hey, prima, dann drehe ich jetzt einfach die Trades um. Dann mache ich aus der Loser-Strategie einfach eine Gewinner-Strategie. Geht nicht. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass das geht. Und zwar genau dann, wenn dieser sogenannte Gross Loss, also der Verlust ohne Spread und Commission, wenn der deutlich größer ist als die Summe aller gezahlten Spread und Commissions, jetzt lassen wir mal kurz das Vorzeichen beiseite, weil der Verlust ist eigentlich negativ und ich habe trotzdem das Wort größer geschrieben, aber ihr wisst genau, was ich meine. Nur dann, also wenn sozusagen die Bruttoverluste ohne Spread und Commission, wenn die so, also noch größer sind als das, was ich an Spread und Commission zahlen muss, dann würde auch tatsächlich dieses Reverse Mirror Trading zum Erfolg führen. Aber nur dann. Ihr werdet genauer sehen, das ist nämlich dann meistens nicht mehr der Fall. Ich will es auch kurz demonstrieren. Es geht jetzt hier nicht ganz so doll in der Strategie, die ich hier gemacht habe. Ich hätte das auch auf H1-Basis, aber das Excel-Sheet bewegt sich so langsam, dass ich immer fast eine Minute warten muss, bis ich irgendwas hier tue. Ich will es kurz an dem Beispiel hier machen, weil ich habe alles vorbereitet. Ich hau mal eben hier Kosten dazu für so ein Trade und dann wird die Equity-Kurve gleich noch schlimmer. Und jetzt ist es so, naja, also ich berechne hier zwar quasi die Trades einzeln, also jeden Tag, aber nur bei einem Switch, also dann, wenn die Richtung von Long auf Short wechselt, nur dann habe ich auch wirklich, ziehe ich mir einmal Spread und Commission ab für einen solchen fiktiven 0,01 Lot Trade. Dann haben wir hier unsere Equity-Kurve, die jetzt, naja, zugegebenerweise schon ganz nett nach Süden zeigt. Und ich habe es halt hier vorbereitet. Jetzt machen wir den Reverse Mirror Trading daraus. Ich kann jetzt einfach alles umdrehen. Das heißt, ich drehe jetzt einfach alle Trades um. Die ganze Logik ist ja jetzt genau umgekehrt. Wenn ich oberhalb vom EMA bin, trade ich short. Jetzt, was habe ich erreicht? Aus meiner Loser-Strategie ist immer noch keine Gewinner-Strategie geworden. Sie ist zwar besser geworden, ja, aber eine Winner-Strategie, sozusagen, als wenn mein Bild von gerade gespiegelt wäre, das nicht. Und woran liegt's? An den Kosten. Also, jetzt kommt der Physiker. Die Kosten führen zu einem Symmetriebruch. Und weil dem so ist, funktioniert Mirror Trading nicht, meistens nicht. Außer mit diesen Einschränkungen, die ich gerade auch schon mal gemacht habe. Ist aber auch nochmal eine wichtige Erkenntnis, dass das nicht sozusagen ein Selbstläufer ist, indem man einfach die Trade-Richtung umdreht. Haben wir schon wieder eine Erkenntnis. Die hilft uns ebenfalls. Gut. Damit sind wir eigentlich noch nicht zu Ende. Ich hatte noch ein drittes Thema für heute. Und das dritte Thema, und ich weiß, die Folie ist ein bisschen voll mit Text und Zahlen und wir gehen nach der Reihe nach durch und gleich verdeutlichen wir das Ganze auch nochmal im Excel-Sheet.
Das ist ein Thema, zugegebenerweise, das hatten wir auch schon mal an anderer Stelle so. Aber mir ist es so wichtig, deswegen will ich es unbedingt nochmal wiederholen. Weil hier, mir ist immer wichtig, auch ich selbst übrigens, muss mich immer wieder neu einordnen, was meine Erwartungshaltungen angeht und was auch die Trades hier wirklich angeht, die wir so haben. Okay, kurz, ich gucke mal gerade auf ein paar Fragen hier. Kann man die Folien bekommen? Also die kann man A, sich jetzt gerade downloaden, wenn man noch dabei ist, weil jemand ist irgendwie noch in einem anderen, gleichzeitig noch in einem Webinar. Also ihr könnt die in dem Control-Panel von GoToWebinar, könnt ihr die gerade downloaden. Ansonsten, wie gesagt, einfach eine E-Mail an mich und ich schicke es auch gerne zu. Wie habe ich genau den Trade berechnet bei der EMA-Sache? Ja, ich habe einfach den Trade so berechnet, dass ich habe den immer von Close zu Close gemacht, also vom Close des Vortages, also so als wenn man am Ende des Tages die Entscheidung trifft und dann zum nächsten Close hin tradet. Also einfach von einem Close zum nächsten. Und genau, so mehr war das nicht. Und ob ich Long oder Short gehe, naja, das entscheidet sich sozusagen dann an dem Vortag, weil ich kann ja nicht am Ende des Tages sein und jetzt mir überlegt haben, okay, es war gut, heute ein Long Trade gemacht zu haben. Nee, also ich muss die Basis aufgrund der relativen Lage des Closes einer Kerze zum EMA vom Vortag machen. Dann von dem aus wird der Trade berechnet mit der Richtung halt aus dem Vergleich zwischen Close und EMA des Vortages. Wenn man das Excel-Sheet hat, sieht man es auch sofort, wie es genau berechnet ist. Kommen wir nochmal zum Einordnen, warum das so wichtig ist. Der Irrglaube ist oft beim Traden, dass wir mal an große Gewinne denken. Und ich habe in meinem Eingangsstatement schon mal sowas gesagt, wie ich habe beispielsweise ein 1.000-Euro-Konto und erhoffe mir dann im nächsten Trade beispielsweise, dass ich jetzt endlich die 300 Euro zugewinne. Ich gönne sie jedem. Und natürlich ist es auch möglich, in einem 1.000-Euro-Konto mit dem nächsten Trade 300 Euro zu gewinnen. Aber so funktioniert es nicht. Glaubt mir. In Wahrheit, also wenn man so traden würde, dann wäre es definitiv kein Traden, sondern Zocken. Und nichts anderes. Was Traden wirklich ist, mal kurz am Zahlenbeispiel. Auch wenn das jetzt hier, nicht ganz so leicht ist, das hier auf einer Folie mal eben darzustellen, gehen wir einfach der Reihe nach durch, auch wenn es so viele Zahlen sind. Ich habe einfach mal folgende Annahme gemacht. Ich habe einen Account, 1.000 Euro, okay. Vielleicht ein normaler, vielleicht ein kleiner, wie auch immer. Ich habe eine Zielrendite. Ich will 20% gewinnen in einem Jahr. Okay, das wären 200 Euro, die ich gewinnen will. Und wir machen unser Leben mal ganz einfach. Wir machen genau jeden Tag einen Trade. Also das sind rund 250 Trades im Jahr. Genau ein Trade, jeden Tag. Und jeden dieser Trades machen wir mit 0,02 Lot. Okay, klingt nach einer wirklich einfachen Annahme. Also nichts, glaube ich, Abwegiges oder irgendwie total Merkwürdiges. Trade-Frequenz, ein Trade pro Tag. Zielrendite 20%, ist vielleicht sogar schon ein bisschen sportlich, aber sagen wir mal einfach. Aber was heißt das? Jetzt habe ich ja Kosten pro Trade, Commission und Spread. Bei einem 0,02 Lot Trade summiert sich das für ein Standardwährungspaar, und zwar eins von den besseren, also eher sowas wie die klassischen Majors, Euro, US-Dollar, US-Dollar, japanischer Yen oder ähnliches, habe ich da schon Kosten von 20 Cent, allein für Commission und Spread. Die gehen also schon mal weg. Das heißt, 50 Euro, also die 250 mal meine 0,2, sind schon mal weg. Die verliere ich auf jeden Fall in diesem Jahr, weil ich ja meine 250 Trades mache mit besagter Lot Size. Da ich ja 200 Euro gewinnen wollte in Summe, muss ich also in Summe 250 Euro gewinnen, also 50 Euro für die ganzen Spreads und Commissions und 200 Euro nochmal dazu, damit ich dann final meine Zielrendite von 20% habe. Naja, zufälligerweise, man ahnt es kaum, machen wir ja 250 Trades pro Tag. Also müssen wir pro Tag 1 Euro im Schnitt gewinnen. Und da sind wir genau schon an der ersten Krux.
Das ist eine kleine Zahl. Relativ zu meinem Konto ist es gerade mal ein Promille. Ich muss also jeden Tag ein Promille gewinnen, um eine Zielrendite von 20% zu haben. Ganz ehrlich, ich bin so ganz ehrlich, mich verblüfft diese Betrachtung jedes Mal, auch wenn sie so einfach ist. Aber es ist absolut nichts Ungewöhnliches. Das ist genau Traden. Jetzt wäre es natürlich schön, wir könnten genau jeden Tag diesen einen Euro machen. Wir wissen alle, so ist die Realität natürlich nicht. Es wäre super schön, wenn es so wäre. Wir genau wüssten, wir könnten genau diesen einen Euro jeden Tag machen. Real sieht es ja dann eher so aus wie mal hier hingestellt. Ich mache vielleicht plus 30 Euro, dann dreimal hintereinander minus 10 und so weiter. Hier in meinem Mini-Zahlensequenz von 7 Trades habe ich dann, mache meinen 7 Trades 5 Euro und habe pro Trade 71 Cent gewonnen. Okay, soweit bin ich ja sogar schon recht nah an meinem 1 Euro pro Tag. Aber wie kriege ich jetzt mit, dass ich wirklich on track bin mit meiner Strategie? Es ist ja das, was wir eigentlich hier tun wollen. Wir wollen unsere 20% haben auf unsere 1000 Euro am Ende des Jahres. Wir machen jeden Tag einen Trade. Aber die Trades machen wir natürlich anders. Nämlich hier vielleicht, also es suggeriert hier schon gewissermaßen ein Risiko von 10 Euro pro Trade. Und ab und zu habe ich hier mal ein paar höhere Gewinne gemacht. Also sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Chance, Risiko 3 zu 1 oder so. Brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber wenn ich das jetzt mache, und das mache ich jetzt 20 Tage, und ich habe eine Trading-Strategie, von der ich sogar ein bisschen von der Geschichte weiß. Also ich weiß sogar, wie die Trefferquote zum Beispiel dieser Strategie ist. Aber wie kriege ich jetzt noch mit, dass ich on track bin? Ganz ehrlich, wahnsinnig schwer. Und die eigentliche Antwort dazu heißt Geduld. Erst größere Zahlen werden mir das zeigen können. Ich will es aber zeigen, wie das wirklich aussieht. Und ich gehe sogar gleich hin und mache nicht nur 250 Trades, also ein Jahr. Nein, ich gucke mir hier glatt 40 Jahre an. Also dieses Excel-Sheet hier simuliert jetzt gleich 10.000 Trades. In der Frequenz, die ich vorhin angesprochen habe, nämlich 250 Trades im Jahr zu machen, wären das jetzt schlappe 40 Jahre. Ihr werdet gleich sehen, warum ich hier 40 Jahre lang Trades simuliere. Also, was habe ich hier gemacht? Das ist auch kein neues Excel-Sheet, hatten wir auch schon an anderen Stellen. Ich würfel die Trades. Ich würfel die Trades allerdings in einer bestimmten Art und Weise. Nämlich, ich habe hier so einen Schwellwert. Das ist einfach so was Ähnliches wie die Trefferquote meiner Strategie. Dann habe ich einen mittleren Gewinn und einen mittleren Verlust. Die sind bei mir jetzt hier einfach plus und minus 1. Mein Risiko pro Trade sind jetzt hier einfach 10 Euro, um das einfach mal auch in Euro zu illustrieren. Und ich habe mir jetzt hier Gebühren gegeben, wie gerade gesagt, 20 Cent. Wenn man das System sozusagen so einstellt, dann habe ich einen Erwartungswert von 80 Cent pro Tag nach Gebühren und hätte auch meinen Profit von 250 Trades, also genau von meinem einem Jahr, genau von diesen 200 Euro. So wie wir es eigentlich wollten. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Grafik hier. Jetzt kann man ja, die ersten 250 Trades, das endet irgendwo hier vorne. Das scheint noch alles im Lot zu sein. Wir sehen aber auch sogar schon in dieser Equity-Kurve hier, dass ungefähr nach 500 Trades kommt hier einfach mal eine schlappe Sequenz von locker 250 Trades. Also das ist ein ganzes Jahr, was eigentlich nur nach unten geht. Oh Gott. Das ist aber jetzt Traden. Und jetzt habe ich gesagt, wir wollen entscheiden, irgendwie nach 20 oder 30 Trades, ob unsere Strategie aufgeht und wir im Erwartungswert sind. Leider ist die schwere zu akzeptierende Antwort nein. Es ist unmöglich, nach einer solchen Zeit solche Aussagen zu treffen. Ich habe das hier in dem verbleibenden Chart mal illustriert, wie das hier eigentlich ist. Und zwar, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe hier den mittleren Profit nach 540, nach 1000, nach 2000 Trades geplottet für diese zufällig gewürfelte Strategie.
Die Strategie ist also, die ist perfekt, weil die hat ja diesen Erwartungswert. Wir wissen auch, dass der Erwartungswert pro Trade hier 80 Cent ist. Ihr seht, wie lange dieser mittlere Gewinn von 3000 Trades, 4000 Trades, wie lange der braucht, um sich unserem Erwartungswert, der mathematisch knallhart definiert ist aus diesen Zahlen hier, mal ordentlich anzunähern. Also, wenn ich auf diese 80 Cent schiele, das ist irgendwo hier, nach 5000 Trades bin ich da. Ups, 5000 Trades bei 250 Trades pro Tag, pro Jahr, das wären 20 Jahre. Oh Gott. Erst nach 20 Jahren könnte ich also entscheiden, dass ich eigentlich mit meinem realen Trading einer bestimmten Statistik folge. Jetzt kann man sicherlich fragen, okay, wir wollen nicht so genau sein, geht auch ein bisschen früher. Aber wir sehen auch, und das ist ja das, was ich immer gerne wiederhole, wenn wir auf Equity gucken, wenn wir uns mal die Details dieser 40-jährigen Equity-Kurve angucken, ja klar, hier gibt es Superphasen, also hier gibt es Jahre, die sind einfach der Knaller. Aber es gibt ja auch ganze Jahre, die im Verlust enden. Sogar nach 2 Jahren wäre ich immer noch im Verlust. Und obwohl meine Strategie einen positiven Erwartungswert hat von plus 80 Cent pro Trade und ich damit eigentlich meine Zielrendite von 20% erreichen würde. Wow. Woran liegt's? Statistik geht mit Wurzel n. Das heißt, also die meisten Sachen, die man gegen irgendetwas aufträgt, folgen immer nachher einem Wurzel n oder einem 1 durch Wurzel n Gesetz. Was das heißen soll, ist, wenn ich die Schwankungsbreite meiner Trades, wenn ich diese Statistik, wenn ich die verdoppel, also wenn ich die Anzahl meiner Trades verdoppel, jetzt, ich gucke nicht auf 10 Trades, sondern ich gucke auf 20 Trades, dann gewinne ich rein statistisch in der Schwankungsbreite einen Faktor Wurzel 2, weil ich von 10 auf 20 gehe und mehr nicht. Also das heißt, meine Schwankungsbreite nimmt jetzt schon ab. Aber jetzt bei einer solchen Strategie nach irgendwie, selbst nach 100 Trades, wäre ich überhaupt nicht in der Lage zu entscheiden, ob die Strategie erfolgreich ist oder nicht, weil ich könnte auch zufällig einfach nur gerade gut aussehen. Das können wir hier mal auch ohne Schwierigkeiten simulieren. Ich brauche hier nur F9 drücken, dann kriegen wir eine neue Equity-Kurve, eine neue Statistik und alles ist neu. Und natürlich ändert sich jetzt gleich auch dann das Bild. Hier sieht es jetzt schon viel angenehmer aus. Hier sind wir schon viel früher, genau in so einer 80 Cent. Und ihr seht wieder, und das ist halt leider auch wieder Statistik, dass das mal schneller und mal langsamer hier geht. Alles ist hier möglich. Jetzt war die Strategie durchaus schon recht sportlich. Ich bezeichne tatsächlich 20% schon als sportlich. 20% Rendite muss man erstmal erreichen. Das ist jetzt schon die erste Hürde. Könnten wir hier mal ändern und auch noch weiter durchgehen. Ich will hier nur warten, bis meine Sanduhr endlich weg ist. Ich will euch nur mal einfach eins zeigen, was das noch ein bisschen anders illustriert. Ich habe hier einmal diese Strategie, die eine Trefferquote von 55% hatte und diese Zielrendite von 200 Euro, sprich 20% hatte. Ich habe hier einfach mal Folgendes gemacht. Und ich habe noch eine zweite einfach nur mal daneben gelegt, eine andere Strategie, die hatte dann Zielrendite von 10%. Und ich habe hier einfach mal 14 Mal das Ergebnis mir von einem Jahr angeguckt. 14 Mal, völlig willkürlich. Und das Blaue ist unsere 200-Euro-Strategie. Es gab ein Jahr, da hat die mal hier nach 250 Trades einen Verlust gehabt. Es gab ein anderes Jahr, da hatte sie knapp 500 Euro Gewinn. Und alles ist normale Statistik. Bei der blauen ist es sozusagen, weil wir ja nun mal unsere Gewinne lieben und wirklich Sorgen uns immer erst dann machen, wenn wir Verluste machen. Bei der blauen Kurve, also der 20% Strategie, geht's ja noch. Wir haben ja nur ein einziges Verlust ja sogar hier. Angenommen, meine Rendite wäre sogar nur 10%, dann habe ich auch einen Haufen Verlustjahre dazwischen. Also nicht so einfach zu entscheiden. Okay. Ein wichtiger Hinweis, der hier gerade nochmal kommt, selbst nach so vielen Trades ist es immer noch keine Garantie, dass die Strategie dann auch so weiterläuft. Eigentlich kann es doch trotz guten Backtests immer sein, dass mein Gewinnvorteil kippt. Ja, das kommt noch oben drauf. Neben der ganzen
schon an sich vorhandenen statistischen Unsicherheit. Ihr schreibt noch einen Satz, ich will ihn wiederholen. Ganz schön deprimierend. Ja, ist es. Und dass hier sogar noch eine gewisse Unmöglichkeit in allem drinsteckt, will ich auch nicht verschweigen. Jetzt machen wir nämlich noch ein Gedankenexperiment. Mal angenommen, ich hätte oder ich könnte diese Strategie, so ähnlich wie die, die ich gerade getradet habe, auch wenn das alles nur Zufallszahlen im Excel-Sheet waren. Mal angenommen, ich könnte so eine solche Strategie auf einen Jahreszielkorridor von plus 5 bis 10%, plus 10% einschränken. Klingt ja jetzt nicht gerade dramatisch, also an Profiten. Aber hier steckt was anderes in meinem Satz drin. Ich habe, also die Annahme ist, ich könnte ihn auf diesen Bereich einschränken. Wie auch immer ich das tue, ich kann es nämlich nicht. Wenn ich es nämlich könnte, das wäre absolut super. Weil, bleiben wir mal genau in der Sprache dieser Trades, die ich gerade gemacht habe. Wenn ich das tatsächlich so einschränken könnte, ja, dann könnte ich ja jetzt einfach mein Risiko pro Trade, was gerade eben noch 10 Euro waren, zum Beispiel auf 20 Euro erhöhen. Das heißt, ich würde nicht bei jedem Trade 0,02 Lot handeln, sondern dann 0,04 Lot handeln. Und schwuppsiwupps hätte ich natürlich sofort 10 bis 20% als Jahresrendite. Hey, klingt cool. Es wäre noch ein bisschen mehr drin. Also ich könnte das Ganze sogar glatt um den Faktor 10 erhöhen. Wenn man das mal kurz nachrechnet, wie meine Margin-Anforderung wäre für diese Trades, dann hätte ich ja jetzt hier so 0,2 Lot-Trades. Das wäre eine Margin-Anforderung bei einem Hebel von 1 zu 100 von 200 Euro. Ja, passt noch in mein 1.000-Euro-Konto. Und ich hätte sage und schreibe eine Rendite von zwischen 50 und 100%. Ist das realistisch? Weil das würde ja jetzt alles funktionieren. Also wenn ich denn nur meinen Korridor einschränken könnte, dickster Konjunktiv, zwischen 5 und 10%, dann könnte ich ja meine Strategie sofort sogar in meinem 1.000-Euro-Konto selbst noch hochskalieren und wäre bei 50 bis 100%. Und da gibt es eigentlich nur eine Schlussfolgerung. Das ist einerseits ein Traum, ja, und hier steht's, was zu schön ist, um wahr zu sein, ist dann auch leider zu schön, um wahr zu sein. Das heißt, das geht so nicht. Natürlich können wir Strategien machen, die mal in einem Jahr 50% machen, mal in einem Jahr 100% machen. Alles kein Problem. Wird uns das in einem solchen Korridor auf Dauer gelingen? Antwort: Nein. Mit ziemlich hoher Sicherheit. Nichts ist unmöglich, aber mit der statistischen Brille dann doch ziemlich unwahrscheinlich. Ups, Stunde. Sind wir ja schon wieder durch hier. Also, wir haben uns mal ein bisschen mehr aus der mathematischen Sicht das Ganze angeguckt. Das heißt, wenn wir auf die Börse schauen, sieht es plötzlich alles ein bisschen anders aus. Candlestick-Charts verlieren irgendwie ein bisschen ihren Charme, einerseits, andererseits nicht, weil ich finde sie nach wie vor cool, weil sie dienen mir zur Visualisierung von langen Times- und Sales-Listen. Und das ist wiederum schön, weil ich möchte vorhin dieses knapp 8 Megabyte Kursdaten von einem Tag nicht live durcherleben, wenn ich auf Kurse gucke. Also insofern sind sie schon toll. Aber wir dürfen sie nicht überinterpretieren. Was wir da nebenbei auch noch festgestellt haben, ist, dass sowas wie ein EMA, so schöner ist, einen intrinsischen Wahrscheinlichkeitsvorteil im Sinne der Trade-Richtung, oberhalb Long, unterhalb Short, no. Auch wenn ich nur ein Beispiel gezeigt habe, Euro, US-Dollar auf Tagesbasis, lässt sich ausdehnen, diese Beispiele. Und wenn man lange noch rumprobiert, findet man sicherlich auch irgendwas, was mal scheinbar funktioniert, aber Vorsicht. Das kann ich auch jetzt schon sagen. Was wir nochmal genau hier rausgearbeitet haben, ist wirklich, Traden ist das Geschäft der kleinen Zahlen. Die fetten Gewinner-Trades, nein. Selbst wenn wir also eine Strategie hier quasi modellieren, also über Zufallszahlen mit einer vorgegebenen Trefferquote, die sogar eingehalten wird, alles herrlich, sehen wir wie die Unzulänglichkeit. Das heißt, selbst nach 250 Trades, also jeden Tag ein Trade mit einer bestimmten Statistik, wird schwer am Ende des Jahres zu entscheiden, ob alles im grünen Bereich oder doch mittlerweile ins rote gerutscht ist. Es ist quasi unmöglich, das genau so schon zu entscheiden. Da braucht man dann noch viel mehr Trades. Aber keiner will 40 Jahre warten. Können wir auch nicht.
da ist jetzt keine wirkliche Lösung für. Ne Ansatz ist, in Richtung von Portfolios zu gehen, was einem zumindest die Statistik erhöht und ohnehin sein Risiko diversifiziert. Ihr merkt schon, das ist schon fast die Überleitung zum nächsten Thema. Wird aber ein bisschen dauern, weil bei mir schließt sich jetzt bald Urlaub an. Also nächste Woche geht's los. Aber nichtsdestotrotz, wir werden auch noch ein Webinar natürlich im Februar haben. Und ich habe es noch nicht hundertprozentig festgelegt, welches Thema es sein wird. Aber eine Möglichkeit wird schon mal sein, nochmal über Portfolios zu reden. Eine andere ist nochmal einen ganz anderen Chart uns anzugucken. Eine andere Art von Komprimierung. Auch eine sehr interessante Sache. Das wären übrigens dann die Renko-Charts. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, weil da komprimieren wir anders. Und vielleicht sogar ein Ticken besser. Also, wir werden sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Überzogen habe ich jetzt auch noch. Jetzt haben wir keine neue Trading-Strategie, aber hoffentlich doch auch wieder einiges gelernt. Also, macht's gut und noch einen schönen Abend. Tschö.